Hallo, mein lieber Zwilling, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön, seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Zwilling. Lieber Zwilling, heute schauen wir uns die Karten für die Liebe an. Wir schauen uns deine Hauptenergie an, was auf dich zukommen könnte. Der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten? Das heißt, was ist dir in der Liebe nicht bewusst? Was möchtest du nicht sehen, solltest du aber sehen? Lieber Zwilling, denk bitte daran, dass deine allgemeine Legung, das heißt, wahrscheinlich wird nicht jede Botschaft für dich sein. Nimm wirklich nur das an, was zu dir gehört. Hör auf deine innere Stimme. Sie sagt dir, was du hören musst und was eben nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du unten in der Infobox. Dort findest du auch noch die Verlinkung zu meinem zweiten YouTube-Kanal. Darfst du gerne mal reinschauen und mir auch da folgen. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, lieber Zwilling, dann würde ich sagen, starten wir doch. Die Liebe, was musst du wissen? Was musst du hören? Zwilling, was musst du wissen? Was musst du hören? Und da kommt sie schon. Wunder. Ich nehme auch irgendwie wahr, das Thema Hoffnung, das Thema Glück. Verlier den Glauben nicht, den Glauben an die Liebe, den Glauben an, vor allem an die wahre Liebe. Das Thema Liebe und Beziehung, dass das stark genug ist und dass das auch Hindernisse überwinden kann. So ein bisschen das Thema Glauben. Einige haben vielleicht den Glauben an wahre Liebe, ja, vielleicht schon fast verloren oder sind so ein bisschen Zweifeln. Aber hier könnte auch eine schicksalshafte Wendung kommen, nehme ich wahr. Etwas, was du nicht erwartest. Schauen wir mal, lieber Zwilling, was darfst du in der Liebe nicht vergessen? Was wollen die Karten, dass du immer ein bisschen im Kopf behältst, nicht vergessen darfst? Mit dem großen Arkana, was darfst du in der Liebe nicht vergessen, Zwilling? Was darfst du nicht vergessen in der Liebe? Zwilling, was darfst du nicht vergessen? Was habe ich gesagt? Schicksalshafte Begegnung. Das Schicksalsrad dreht sich für dich. Das Universum bringt dir entweder eine schicksalshafte Wendung, Begegnung und vergiss das nicht. Nimm das, was um dich herum passiert, auch aktiv wahr. Und vor allem, wenn du dir selbst jetzt gesagt hast, du bist bereit für deinen Herzensmenschen, für deine große Liebe, du möchtest nur noch richtig oder gar nicht, dann verfolge diesen Wunsch. Wenn du die Sehnsucht hast nach, ja, dass du deinen Seelenpartner gerne kennenlernen möchtest, dann behalte diese Energie bei dir. Vergiss das nicht. Das Schicksalsrad bringt dir Möglichkeiten, Begegnungen, die für dich bestimmt sind. Ist eben auch oft ein Vorbote, dass der Herzensmensch kommen möchte. Schauen wir mal mit dem Tarot. Was ist die Hauptenergie, Zwilling? Was ist das Hauptthema, Zwilling? Ja, extrem starke Seelenverbindungsenergie nehme ich wahr. Sechster Kelch, vielleicht geht es auch um eine Vergangenheitsperson, wo du eine starke Verbindung spürst. Oder es könnte eben eine Person sein, die du schon aus einem vorherigen Leben kennst. Und das spürt man. Man spürt das ganz tief drin, so diese Verbindung, dieses, als würde man sich schon seit Ewigkeiten kennen, dieses Vertraute. Das ist oft, weil du diese Person schon im vorherigen Leben gekannt hast. Schicksalspartner, Seelenverbindungen könnten hier wirklich ein ganz starkes Thema sein oder vielleicht sogar Vergangenheitssituationen oder Personen, muss aber nicht, kann. Ich sehe hier auch das Thema Glück und auch das Thema Neuanfang. Vielleicht den Wunsch nach einem Neuanfang, dass diese Verbindung, die hier kommen möchte, ja, dass die richtig sich entfalten auch kann.
Schauen wir mal, 6 der Kelche. Ja, vielleicht war es auch ein bisschen, oder es ist ein bisschen ein Auf und ein Ab. Vielleicht geht es auch um das Thema Entscheidungen. Was wähle ich? Wähle ich meinen Schicksalspartner oder wähle ich einfach sonst einen Partner? Sind das Auf und Ab der Gefühle? Schauen wir mal, was war denn in der Vergangenheit, Zwilling? Was war in der Vergangenheit, Zwilling? Was haben wir hier? Eine Enttäuschung nehme ich hier wahr. Bube der Schwerter, Luftenergie. Es kann sein, dass du hier eine Nachricht bekommen hast oder etwas herausgefunden hast, was dich ein bisschen enttäuscht hat. Kann auch sein, dass du zurückblickst auf die Vergangenheit, aus vergangenen Beziehungen, vergangene Verbindungen. Ja, und ein bisschen enttäuscht bist. Enttäuscht bist, dass gewisse Dinge nicht funktioniert haben. So ein bisschen der Blick zurück. Vielleicht befindest du dich auch jetzt in dieser Energie, weil das ist ja eine zeitlose Erlegung. Warum dieser Blick zurück? Sehr kopflastige Energie nehme ich wahr. Du hast gehofft, dass es funktioniert. Vielleicht hat man sich dem auch nochmals, oder das Gericht kommt auch, wenn es darum geht, es nochmals zu versuchen, dem Ganzen nochmals eine Chance zu geben, oder man wünscht sich das oder hat sich das erhofft. Aber hier kam sicher eine Entscheidung und ich habe das Gefühl, es hat dich irgendwie enttäuscht. Es kann auch schon länger zurück sein, oder? Muss nicht erst gerade vor kurzem sein. Schauen wir mal, was kommt denn jetzt, Zwilling? Der Herrscher ist noch interessant. Viele hatten den Herrscher. Ein bisschen das Thema Augenhöhe, das Thema sein Reich erschaffen. Wir haben hier 8 der Münzen. Der Mond und 2 der Schwerter. 8 der Münzen, wirklich. Kann sein, dass hier nochmal so eine Energie kommt. Versuchen wir es. Auch wenn das ein Auf und Ab ist, komm, wir arbeiten daran. Oder du arbeitest an deinen Themen, sehe ich hier. Was ich aber auch sehe mit dem Mond, das ist auch ein bisschen die Distanz zu der Gefühlswelt, zu der Realität. Liegt hier ganz stark da. Hier ist auch irgendetwas, was du noch nicht siehst. Könnte ein Geheimnis sein. Also wenn du jemanden begegnest und du spürst eine Verbindung, aber du hast das Gefühl, da ist was, was nicht gesagt wird, dann wird es so sein. Hier wird wie etwas noch unterdrückt, nicht freigelassen. Das können auch unterdrückte Gefühle sein, unterdrückte Emotionen. Das kann aber eben auch ein Geheimnis sein. Kann sein, dass du dieses Geheimnis spürst. Und dass dich das etwas zweifeln lässt. Vielleicht spürst du auch dieses Zurückhalten von dieser Person. Oder dass etwas... Der Mond bringt dir ja ein bisschen die Dunkelheit. Lässt uns nicht klar sehen, lässt alles so ein bisschen so schwebend wirken. Aber nicht greifbar gleichzeitig. Ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. Und du merkst, dass so ein bisschen diese Energie da ist. Vielleicht ist es aber auch deine Energie. Du versuchst, deine Gefühle einzuordnen. Du versuchst, wieder Klarheit zu bekommen, Boden unter den Füßen zu spüren. Oder es ist dein Gegenüber. Unterdrückte Gefühle und Emotionen. Warum 8 der Münzen? Ja. Thema Neuanfang, Neuanfang, wirklich Leichtigkeit kommen, Thema nicht erzwingen, ohne Altlasten, wirklich mit einer Leichtigkeit vorwärts gehen. Entweder generell in der Liebe oder eben mit jemandem zusammen. Der Mond, der Stern, Wassermann-Energie, also wir haben hier Fischenergie und Wassermann-Energie ganz stark. Ja, so ein bisschen diese Suche nach... Nach dem Ich habe ich das Gefühl. Die Suche nach, vielleicht auch Thema Heilung. Mühe haben zu heilen. Weil man wie keinen Zugriff hat. Da
da ist wie eine Gefühlsblockade, habe ich das Gefühl. Der Magier, sich Dinge manifestieren, da musst du ein bisschen Acht geben, auf also was du manifestierst, wohin gehen deine Gedanken. Ich habe das Gefühl, jemand macht sich hier viele Sorgen, nehme ich wahr. Und hat Angst, dass vielleicht, dass man den Weg nicht zusammengehen kann oder dass du den Weg alleine gehen musst, irgendwie so. Habe ich das Gefühl. Was kommt sonst noch? Zwilling? Ui, die Liebenden. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, oft sind Seelenverbindungen, sind oft auch ganz stark mit Karma und mit Lernaufgaben verbunden. Die sind, das ist schon nicht so einfach zu lösen. Aber wenn man sie lösen kann, dann macht man so einen gewaltigen also auf der Bewusstseinsebene einen so einen gewaltigen Sprung nach oben, das ist ganz krass. Was kommt sonst noch, Zwilling? Ui, hier könnten aber noch Gespräche kommen. Ich habe das Gefühl, falls du dich von jemandem erst vor kurzem getrennt hast, noch nicht gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe hier ein Gespräch, ich sehe hier auch ein Treffen. Falls du aber Single bist und du hast mit niemandem Kontakt, könntest du wirklich deinem Seelenpartner, deinem Herzensmenschen begegnen. Ich sehe hier eine Begegnung, ein Gespräch, eine Offenbarung. Vielleicht redet man auch über Gefühle oder was man sich wünscht. Jemand folgt dem Ruf des Herzens, sehe ich hier. Ist schön. Also hier ganz großes Treffen, einfach nicht erzwingen, sondern wirklich so ein bisschen auf den Herzensimpuls folgen. Und dann wird dieses magische, wichtige Treffen kommen, weil das bringt dir die Klarheit. Das bringt dir die Klarheit, was du möchtest oder was ihr möchtet, die Liebenden. Ja, richtig Angst davor. Angst vor Liebe, Angst vor Offenbarung der Gefühle, habe ich das Gefühl. Angst, enttäuscht zu werden. Drei der Münzen, obwohl da es ist noch interessant. Es liegt in dieser Verbindung, sie hat was Magisches und gleichzeitig auch etwas Verletzliches. Sie fühlt sich sehr verletzlich an. Aber ich glaube nicht, weil man einander verletzt hat, sondern aus den Erfahrungen von der Vergangenheit und vielleicht auch aus Nicht-Selbst-Themen sind da wirklich Verletzungen noch da. Sie fühlt sich sehr verbunden an, aber auch so ein bisschen zaghaft und verletzlich. Ja. Falls ihr keinen Kontakt habt, sehe ich hier, dass sich schon jemand Gedanken darüber macht, dich zu erreichen, oder vielleicht machst du dir Gedanken darüber. Gedanken machen, sich zu entschuldigen, nochmals Gespräche führen. Ich sehe auch, wenn du Single bist und du gar niemanden momentan im Kopf hast, dass hier ein Treffen kommen könnte, welches dich überraschen wird. Du siehst, du nimmst diese Person am Anfang nicht als etwas Besonderes wahr, sondern einfach, ja, gehe ich mal auf das Date. Und dann wird es aber ganz anders. Du wirst diese Verbindung spüren und die wird dich so ein bisschen vielleicht auch triggern, eben auch deine verletzliche Seite hervorholen. Asterschwerter. Ja, Bube der Kelche. Uiuiui, aber es kann Liebe entstehen, lieber Zwilling. Hier ist Potenzial für Liebe, für Beziehung. Aber es fühlt sich an wie so ein verscheuchtes Reh. Es fühlt sich einfach so ängstlich an. So zaghaft, ängstlich, nicht genau wissen, so wie, eben wie ein Reh. Ich weiß nicht, ob du das Reh bist oder ob dein Gegenüber das Reh ist oder ob ihr beide das Reh seid. Angst, richtige Angst liegt da. Angst vor Verletzungen, obwohl ich habe das Gefühl,
teilen beide die gleiche Angst. Das muss ich ganz ehrlich sagen, fühlt sich nämlich extrem ausgeglichen an. Diese Angst fühlt sich nicht einseitig an. Ich glaube, da braucht es ganz viel Kommunikation und auch, es darf kein Ziehen und Zerren werden. Und so ein bisschen dieses Urvertrauen muss aktiviert werden von dir und von deinem Gegenüber. Also es ist wirklich ganz so zaghaft, fühlt sich das an, so richtig ängstlich. Was ist der Rat der Karten für den Zwilling? Nicht hetzen. Schon vorwärts gehen, nicht im Stillstand bleiben, aber nicht hetzen. Weil Ritter der Stäbe, der rennt drauf los, ohne nach rechts und links zu schauen, hat oft einen Tunnelblick und dann merkt er, ups, ich habe da gewisse Dinge vergessen oder andere fühlen sich dann wie vor den Kopf gestoßen. Nicht hetzen, nicht ziehen, nicht zwingen, nicht zerren, sondern wirklich bei der Energie bei dir bleiben. Aber natürlich auch nicht im Stillstand verweilen. Was liegt im Schatten? Was möchtest du nicht sehen, Zwilling? Was möchtest du nicht sehen? Bube der Stäbe. Jemand muss seine Komfortzone verlassen. Vielleicht bist es du, vielleicht ist es dein Gegenüber. Vielleicht auch beide. Thema über den Schatten springen. Neue Wege auch. Ja, sich getrauen zu gehen. Neue Energie annehmen. Einfach raus aus der Komfortzone, weil es ist an der Zeit. Es liegt im Schatten. Zu sehr nach Komfortzone nehme ich wahr. Zu sehr nach Schema F, zu sehr getaktet. Vielleicht zu viele Erwartungen, was auch immer. Da muss ganz viel losgelassen werden. Und so ein bisschen dieser Sprung ins Ungewisse muss man wagen. Und ich glaube, dieser Sprung ins Ungewisse, das aktiviert auch ein bisschen dieses Urvertrauen, dieses Urgefühl. Das liegt einfach im Schatten, sollte man beachten. Vielleicht du, vielleicht dein Gegenüber, vielleicht natürlich beide. Ja, lieber Zwilling, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.